Was für eine geniale Erfindung. Ein Tiny House auf Rädern, eine Holzhütte als Wohnmobil. Das muss ich mir unbedingt ansehen. Viele von euch kennen vielleicht schon Videos zu diesem genialen Auto, den Bumo. Ich habe es mir auch mal angeschaut auf der CMT und ich nehme euch jetzt mit auf eine kurze Roomtour. Aber vor allen Dingen habe ich dort zwei sehr sympathische Menschen getroffen, die diesen Wagen erfunden haben, die in diesem Auto leben. Und was der Hintergrund ist, was die ganze Geschichte ist, wie es überhaupt dazu kam, dass daraus eine Firma entstanden ist, was die beiden noch für Pläne haben und wie man eine Beziehung lebt auf so engem Raum, all das haben sie mir in diesem Video verraten. Viel Spaß! Also der Mann sollte stehen bleiben. Nicht versuchen zu verteidigen oder sowas, einfach stehen bleiben. Durchlässig sein. Den Orkan zuhören. Zuhören, ganz wichtig. Nicht kommentieren. Zuhören und dann beruhigt sich der Orkan auch wieder zum Beispiel. Es ist immer ein Auf und Ab in Beziehungen. Ja. Und das Wichtige ist einfach, dass man das dementsprechend, dass man lernt, da damit umzugehen. Ja? Mhm. Mit den Auf und Abs. Ja. Bumo bedeutet Buchner Mobil und wir bauen Wohnmobile oder Wohnaufbauten aus natürlichen Materialien. Das ist unsere Besonderheit, dass wir hinterlüftete Wandaufbau haben mit Holz- und Schafswolle Dämmen. Kein GFK, so wenig Plastik wie möglich verbauen. Wir stehen hier jetzt auf der Messe, auf der CMT, Halle 1, auf der Galerie und zeigen hier einmal unser Nomade, also unser Flaggschiff sozusagen, in dem wir auch seit einem Jahr leben. Dann unsere drei verschiedenen Größen, die wir haben. Abenteurer, Unterentdecker, die verschiedenen Wohnkabinengrößen, wie wir sie anbieten. So, mein Mann. Hallihallo. Hallo, grüßt euch. Willkommen in meinem Zuhause. Es hat alles angefangen mit dem Sohn meines Mannes. Der wollte unbedingt in einem Bauwagen leben. Sein großer Traum. Dann hat er uns mal mitgeschleift auf die Abenteuer Allrad. Dann haben wir uns das so angeguckt, so ja, okay. Und dann mein Mann, oh super, was es alles gibt. Und ich so, Und mein Mann hat an dem LKW am Motor mitentwickelt. Ja, das heißt, er kennt den Motor in- und auswendig, er guckt rein, sagt meine Babys. Da sind auch einige Patente von ihm verbaut. Mhm. Und deshalb wollte er diesen Motor haben. Mhm. Und diesen Motor gibt es dann im Fahrzeug in dieser Größe. Irgendwann kam er Weihnachten und sagte, hey Schatz, ich habe unseren LKW gefunden. Ich so, ja, ist richtig. Und dann hat er den gekauft. Ich so, ja, totale Begeisterung. Also er wollte halt länger reisen und wir sind halt überall rein, weil ich gesagt habe, ich brauche was Größeres, wenn wir unterwegs sind. Und wir sind überall rein und überall dieses Plastik und dieses GFK und nicht wirklich gemütlich, alles so funktional und das ist kein Zuhause. Und ich habe immer gesagt, nee, du kriegst mich nicht rein und damit will ich nicht unterwegs sein. Und so viel Geld gebe ich nicht dafür aus, dafür, dass es mir nicht gefällt, das sehe ich nicht ein. Und dann hat man, wie gesagt, halt einen Mann, der Konstrukteur ist und der sagt, okay, dann bauen wir es selbst. Und dann hat er wirklich 2 Jahre lang immer im Urlaub und nachts und nach Feierabend angefangen zu konstruieren. Mhm. Und da haben wir viel drüber geredet, was für Materialien kann man nehmen, was ist uns wichtig, wie kann die Raumaufteilung funktionieren. Und so ist es dann nach und nach entstanden. Mhm. Ja. So ist es dann entstanden. Dann kam halt irgendwann der LKW auch. Und dann wurde es ernst und ich so, okay. Und dann haben wir das hier gebaut und dann einfach gemerkt, was für eine tolle Geschichte. Moment, ich mache gerade die Tür zu.
merkt man auch gleich, wie ruhig das dann wird. Und dann haben wir gemerkt, was für eine tolle Geschichte das ist. Mhm. Und haben dann gesagt, okay, jetzt gehen wir mal auf die nächste Abenteuer-Allradmesse und präsentieren uns einfach. Mhm. Einfach mal zeigen. So, hey, das ist unsere Vorstellung von mobilen Reisen. Damit, das ist expeditionsfähig, das ist ein ein stabiler Aluminiumrahmen, damit kannst du ins Gelände, das ist wirklich stabil. Ist alles so gebaut, dass man überall nach dran kommt. Wenn irgendwas kaputt geht, kann man es auswechseln. Ja, also wirklich den Blick, dass es haltbar ist, draufgelegt. Praxistauglich ist auch. Jetzt sind wir auf die Abenteuer-Allrad, haben wir, oh, zeigen wir mal, und dann wurden wir überrannt. Und wir so, okay, dann soll es wohl so sein. Und dann hat sich aber auch alles gefügt. Mhm. Wir haben dann ein wunderbares Firmengebäude angeboten bekommen, wo ausreichend Platz ist, wo wir die Fahrzeuge bauen können. Die richtigen Mitarbeiter sind gekommen und dann haben wir gesagt, okay, und jetzt schmeißen wir uns rein und jetzt bauen wir die Wohnmobile, jetzt bauen wir Bumus. Ja, die Besonderheiten hier. Also einmal, wenn man reinkommt, merkt man schon mal, wir lieben Holz. Oh ja. Wir haben hier Zirbe verbaut. Zirbe, diesen einmaligen Raumduft, den man hat. Und hier noch Eiche. Das war mein spezieller Wunsch. Ich sage immer, mein Mann ist Österreicher, der hat seine Zirbe gekriegt. Ich bin Deutsch, ich habe meine Eiche bekommen. Hat einfach auch den Hintergrund pflegeleicht, stabil. Ich habe einen Hund von um die 40 Kilo, wenn der hier reinkommt, sich einmal schüttelt, sieht man hier vorne gar nichts. Und sehr pflegeleicht, so, das hier zu handhaben. Wir stehen hier gerade in meiner Küche. Mhm. Etwas, was ich sehr liebe, ist hier mein Holzofen. Wir haben hier einen Holzofen verbaut. Das hier ist der passende Kamin dazu. Mhm. Und jetzt in den Wintermonaten ist es so eine unglaublich schöne Wärme. Man braucht drei kleine Holzscheite und man hat die ganze Hütte wirklich warm. Ich nutze dann auch noch die Fläche hier, um immer manchmal auch zu kochen oder einfach einen Topf mit Wasser drauf zu haben, zum Tee zu kochen. Super. Aber wir haben hier auch, wir sind völlig autark aufgebaut. Wir haben hier noch Induktion und Gas. Das Fahrzeug ist so aufgebaut, dass man so autark wie möglich stehen kann. Mhm. Also wir haben 1200 Watt Solar und 600 Ah Lithium-Ionen-Batterie. Also wenn die Sonne scheint, wenn die Sonne brutzelt, Induktion. Und wenn man sagt, oh, okay, habe ich immer noch die Möglichkeit auf Gas umzusteigen. Mhm. Ja, großzügige Schubladen hier. Oh. Mülltrennung, das war mir noch sehr wichtig. Wie zu Hause. Wie zu Hause, ja, überall. Softclose beleuchtet. Dann noch hier ein separates Fach für einen Thermomix, ist hier gerade verbaut. Kann aber auch für eine Kaffeemaschine oder was auch immer. Wichtig, hier habe ich einen Platz für ein Küchengerät, wo hier gleichzeitig die Steckdose ist, dass ich hier echt entspannt mich noch bewegen kann. Das hier ist mein liebster Raum. Das sieht doch sehr gemütlich aus. Ja. 1,40 mal 2 Meter. Mhm. Und das hier ist so mein Rückzugsort. Also das ist so, da lese ich, da höre ich Musik, da entspanne ich. Mhm. Kann hier auch immer alles meiner jeweiligen Stimmung gerade anpassen. Ja. Und gleichzeitig, wenn ich mal so meine Ruhe brauche, hat man hier eine Tür, die man einfach zumachen kann. Ja. Hier ist dann mein Bad. Wir nehmen Trockentrenntoilette. Einfach aus der Erfahrung raus. Nichts anderes, nichts Besseres. Ich würde nie mehr eine Chemietoilette haben wollen. Und selbst wenn ich mir ein Haus baue, würde ich eine Trenntoilette demnächst einbauen. Dann ist so, das ist aber, wir sind ja hier bei Bumo und da ist ja nicht nur ein Bad ein Bad, sondern wir lieben ja multifunktionelle Räume. Dann wird nämlich das hier so die Dusche. Geil. Ja, also eine 80x80 Dusche. Auch hier, wir gucken hier Aluminium geölt, gebürstet, Holz und hier, das ist so eine Steintapete. Also wir testen hier alles aus, was sind die besten Erfahrungen. Holz geht im Badbereich. Geht wunderbar, man muss es halt alle halbe Jahre nachölen. Ja. Anschleifen und nachölen. Aber dafür hat man halt dieses
wunderbare Naturprodukt. Ja, das hier ist dann unser Nomade. Großzügiger Kühlschrank. Einfach mit dem Hintergrund, wenn wir reisen oder wenn wir unterwegs sind, wir fahren irgendwo hin, wo es schön ruhig ist, wo wir allein sind, und dann wollen wir stehen bleiben, dass unsere Seele uns mal wieder einholen kann. Und deshalb ein großzügiger Kühlschrank. Ich möchte da nicht dauernd einkaufen gehen oder sowas. Ich habe hier auch noch ein Eisfach. Ich habe einen Hund, der wird gebarft. Deshalb. Ja. Dann hier ist unser Kleiderschrank. Dann haben wir hier die Fächer noch aufgeteilt. Das Fach gehört noch mir, die gehören meinem Mann. Und wir haben aber im Schlafbereich haben wir auch noch Hängeschränke. Mhm. Und wir haben ja auch noch eine Waschmaschine verbaut. Und von daher braucht man nicht wirklich viel, weil man ja regelmäßig alles waschen kann. Okay. Cool. Wir haben ja eine Firma, Bumo, und eine Konstruktionsfirma. Und wir arbeiten viel von unterwegs aus. Und deshalb wird auch da viel Wert darauf gelegt. Hier haben wir einen Monitor verbaut, den wir runterlassen können. Dass den wir in jede Richtung schieben können und mit dem Tisch, wo man die Höhe versetzen kann, dass man eine optimale Sitzhöhe und Arbeitshöhe haben kann. Weil wenn man wirklich viel arbeitet, immer nur mit dem Laptop, ist schwierig. Und da haben wir hier dann, da kommt das Laptop rein, dann haben wir hier die Tastatur, die kommt runter, und dann kannst du wirklich ganz normal arbeiten. Mhm. Und hier haben wir noch unseren Drucker und unseren Scanner verbaut. Also hier ist richtig Homeoffice, der Bereich. Das hier kann man als große Liegefläche noch gestalten. Das heißt, das hier alles ist noch Schlafbereich. Dann haben wir natürlich ganz viele Gadgets, wie hier noch zusätzliche Sitzmöglichkeit. Eingebauter Staubsauger. Schuhschrank. Hier unten drunter ist die Technik noch verbaut. Dann haben wir hier noch einen eingelassenen Kasten, dass man hier die Sitz hier noch das weiter nutzen kann. Hier ist der Schlauch für den Staubsauger verbaut, den ich hier noch habe, so ein Riesenschlauch, um alles abzusaugen. Also von daher eigentlich alles, was man sich so wünschen kann. Unser Holzlager ist auch noch hier verbaut. Und das hebt ewig. Ja, das war jetzt so erstmal so ein groben Überblick über mein Zuhause. Ja. Mit dem hier sind wir jetzt seit 2,5 Jahren unterwegs. Bumo gibt es jetzt offiziell seit einem Jahr. Also wir haben immer das Konstruktionsbüro gehabt, und das haben wir jetzt einfach getrennt. Da haben wir jetzt das Konstruktionsbüro, die Form IT und Bumo separat. Dass es einfach zwei Firmen sind. Und das ist gut so. Ja, also wir haben Standardgrundrisse natürlich, aber wir sind auch für jeden individuellen Bauer sind wir offen. So, weil jeder hat seine eigene Vorstellung. Also dieser Grundriss ist nach unseren Wünschen und Bedürfnissen gebaut. So wie wir es brauchen. Große Sitzecke, viel Möglichkeit zum Arbeiten, Rückzug. Große Küche war mir wichtig. Ich wollte ein vernünftiges Bad, einen großen Kühlschrank. Und so hat sich der Grundriss ergeben. Mhm. Andere legen auf andere Dinge Wert. Ja. Mein Mann wollte unbedingt den Holzofen haben. Und so ergibt sich das dann. Ja. Und kommt ihr denn auch zum Reisen? Momentan weniger. Momentan weniger, ist einfach so, wenn man eine Firma aufbaut. Aber da wir jetzt in diesem Fahrzeug seit einem Jahr leben, ist das wirklich wie Urlaub. Ja, wir leben gerade momentan wieder in unserem Haus, weil wir hier in der Messe leider nicht in unserem Fahrzeug schlafen dürfen, was man noch ändern sollte. Und ich freue mich schon, wenn wir hier wieder rein können. Das ist einfach wirklich ein Zuhause geworden. So auch das Reduzieren auf das Wesentliche. So, was ist mir wichtig, was brauche ich? Wir haben, wie gesagt, noch unser Haus und sind da auch noch nicht ganz klar, wie es weitergeht. Aber das hier ist auf jeden Fall ein Konzept, das wir weiter verfolgen wollen. Ja. Das hier ist meine Sonnenterrasse, nenne ich die gern. Die Terrasse ist über die komplette Fahrzeugbreite. Die kannst du aber jedes Element einzeln, so wie du gerade Platz hast oder wie du willst, einziehen. Wenn du es auf die komplette Breite machst, brauchst du die Abstützung hier, die du ganz leicht zusammenschieben kannst und unter den einzelnen Modulen stecken kannst. Wenn du es auf diese Breite rausfährst, brauchst du keine Abstützung. Und das ist wie ein Kassettensystem zum Rausziehen.
mit Markise, Licht. Ist immer ganz nett. Mein Mann sitzt dann draußen und arbeitet. Wenn ich Geschirr spiele, dann ist das hier unser Kommunikationsfenster. Oder wenn wir Besuch haben, wird hier draußen und der andere kocht und kann trotzdem noch an den Gesprächen teilnehmen. Ist ganz gut. Hier hinten haben wir die Garage verbaut. Da ist dann noch ein 200 Liter Gastank und der Abwassertank verbaut. Auf der anderen Seite meine Waschmaschine. Und also Platz ist da noch für die Stühle und für den Tisch und für unser Ofenrohr, was wir hier haben. Solar sieht man ja auch. Solar sieht man auch. Ne? Aufstellbar, beidseitig aufstellbar. Und wir bauen die Solaranlagen in einen stabilen Alurahmen noch rein. Das heißt, wenn wirklich mal ein Ast streift, kann da nichts passieren. Da reißt nichts ab. Also man kann sich das hier auch angucken. Wir sind hier schon auf Stabilität massiv. Ja. Robust, haltbar. Und das ist das, was ich gesagt habe. Man sieht, wir fahren auch ins Gelände. Und hier haben wir Makrolonscheiben, die verkratzen nicht. Hier der Rahmen hat schon einiges abbekommen. Und aber hier am Holz sieht man zum Beispiel auch überhaupt nichts davon. Und jedes Brett, also wir haben hier einmal durchs Holz gebohrt, dann ein anderer Bohrer durchs Metall, dann ein anderer Bohrer ein Gewinde rein und dann erst die Schraube. Dass wenn was kaputt geht, dass ich das wirklich öffnen kann und austauschen kann. Und die Fassade haben wir unbehandelt gelassen, bewusst, weil wir es in Würde ergrauen lassen möchten. Also die Fassade wird irgendwann grau und wenn man das nicht möchte, dann kann man das ölen. Hier ist noch eine hydraulische Hebeeinheit vorgesehen. Das heißt, man kann dann so die Stempel rausfahren, runterfahren und dann wird die Kabine angehoben, der LKW fährt weg und man kann das runterlassen und dann kann das als Tiny House, Wochenendbüro, whatever nutzen. Es können bis zu 5 Personen mitfahren, 5-Personen-Fahrerhaus, ja, dann noch einen zusätzlichen Schlafplatz auch. Also man kann zu hinten zu zweit, hier vorne zu zweit und dann noch hier im Fahrerhaus noch eine Person. Also können 5 Leute hier mitreisen. Gästezimmer sozusagen. Oder wenn jemand schnarcht, separé. Ja. Ja, das ist unser Bumu. Lebt ihr euren Traum? Im Fahrzeug hier auf jeden Fall. Ja, hier im Fahrzeug auf jeden Fall. In der Natur zu sein, auf jeden Fall. Das ist etwas ganz Eigenes, das ist etwas Wunderschönes, in der Natur zu sein, in dem Fahrzeug hier zu leben, mit einem gewissen Luxus, den du brauchst, eben nicht so ganz sporadisch. Im Fahrzeug leben auf jeden Fall, Natur ja. Aber mal schauen, was es noch an neuen Ufern gibt. Mhm. Was Neues noch zu entdecken gibt. Ja. 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 Ja, und immer gucke, was ist jetzt gerade im Moment? Was passt jetzt gerade im Moment? Und jetzt gerade im Moment vermisse ich mein Bumu, wenn wir hier auf der Messe sind und ich nicht drin schlafen kann. Jetzt im Moment habe ich eine totale Sehnsucht danach, wieder draußen zu sein, wieder in der Natur zu sein, meinem Eichhörnchen zuzugucken, wenn es vorbei rennt. Jetzt gerade im Moment ist eine ganz große Sehnsucht, mich wieder in meine Höhle hier hinten reinzuziehen. So momentan, jetzt gerade im Moment ist es mein Bumu. Mhm. So. Unser Hund. Unser Hund, 10 Tage ohne Hund ist echt, genau. Das ist, gehört eigentlich verboten. Unser Timmy, gell? Unser Timmy, ja, genau. Da fehlt mir auch sehr. Habt ihr irgendwie Reisepläne? Habt ihr also, oder auch Träume? Also manchmal Pläne, haben wir ja schon gesagt, muss man ja gar nicht haben, aber was zieht euch da so an irgendwie? Was war so eigentlich mal die ursprüngliche Motivation, so ein Auto zu bauen? Also ich würde jetzt mal vermuten, irgendwo schön hinzureisen. Richtig, wohin zu reisen. Und also wir lieben die nordischen Länder, eben nicht die südlichen Länder, wo viele hinfahren, sondern wir lieben den Norden. Kälte, wir lieben, wenn möglich, ist es nicht ganz so warm. Schnee gerne und einfach wunderschöne Natur. Das ist etwas, wo uns immer wieder anzieht. Also Skandinavien reizt uns und langfristig reizt mich mal wirklich so wegzufahren Richtung Australien auf dem Landweg. Wirklich eine schöne Tour zu machen, so über Ukraine, Tschadschistan und hinten Wladiwostok, Südkorea, da hinten runter zu uns dann zu fahren, wirklich auf dem Landweg runterzufahren. Das ist das, was mich reizt, mal zu tun. Ob es so stattfinden wird, wird uns das Leben zeigen. Im Moment ist es so, können wir nicht reisen, weil wir zu viele Aufträge haben und wir müssen gerade eine Firma hochziehen. Und da sind wir gerade dabei. Wir haben viele angesteckt mit dem Bumu.
und dieses natürliche Leben. Und ich sage immer, die Welt hat das für mich vorgesehen, dass ich sowas mache, dass ich für andere Fahrzeuge baue. Es soll so sein, weil wir werden immer so die Zufälle zugespielt und dann ist es so. Und dann muss man mit dem gehen, was ist. Und deswegen können wir im Moment noch nicht so reisen. Aber ich bin mir sicher, wir werden reisen. Ja, das ist unser Ziel. Wir werden durch die Gegend fahren. Ja, und so bauen wir gerade alles auch auf, dass wir unseren Traum einfach verwirklichen können, auch mal länger zu reisen. Mhm. Ja. Und wenn wir reisen, dann heißt das für uns nicht, 5000 Kilometer oder 10.000 Kilometer innerhalb von 14 Tagen runter zu radeln, sondern die Seele soll immer noch mitkommen. Uns mal wieder einholen. Immer wieder einholen. Und das ist eigentlich der Punkt, dass wir wirklich mal längere Zeit dann irgendwo auch stehen, wo es uns gefällt. 14 Tage, 3 Wochen, 4 Wochen, 2 Monate. Einfach mal dann stehen, wo es einem gefällt. Und irgendwann merkst du innen drin von alleine, jetzt ist es Zeit aufzubrechen. Und dann wieder auf den nächsten Ort zu fahren. Und du hast mit dem Fahrzeug immer dein Zuhause immer komplett dabei. Wir sind auch nicht so die Geländefreaks, wo dann wirklich so Extremgelände und jetzt muss ich den Berg besteigen und ich muss die Düne hier hochfahren können und wieder runterfahren und wieder hochfahren. Oh, und jetzt haben wir festgehängt, jetzt müssen wir uns wieder alles. Nee, wir wollen leben. Und das ist für mich, das gehört für mich einfach genießen, draußen zu sein, in der Natur zu sein. Das ist für mich Leben. Aber trotzdem mit einem Fahrzeug an gute Orte zu kommen. Genau. Also nicht, dass es nur asphaltierte Wege gibt. Genau. Sondern deshalb haben wir ja die Art und Weise von Fahrzeug gebaut. Und habt ihr so ein Geheimrezept, wie man als Paar das schafft, wenn man so eng zusammenlebt die ganze Zeit? Also der Mann sollte stehen bleiben, wenn die Frau ist. Also nicht versuchen zu verteidigen oder sowas, einfach stehen bleiben. Durchlässig sein, den Orkan zuhören, ganz wichtig, nicht kommentieren, zuhören und dann beruhigt sich der Orkan auch wieder zum Beispiel. Es ist immer ein Auf und Ab in Beziehungen. Ja. Und das Wichtige ist einfach, dass man das dementsprechend, dass man lernt, damit umzugehen, ja? Mit den Auf und Abs. Ja. Und dann ein herzliches Dankeschön an Regina und Bali, unsere Lehrer. Die haben uns da sehr, sehr geholfen, uns selber zu verstehen und auch in Beziehung zu sein. Ja. Und das ist ein Punkt, wo ich total wichtig finde und wo, ja, das funktioniert. Also wenn man, es ist nicht alles Sonnenschein, aber es ist immer die Frage, wie geht man mit den anderen Seiten um, ja? Wenn es mal nicht Sonnenschein ist. Da zu bleiben, eben nicht zu gehen und gleich alles aufzugeben, sondern wirklich auch zu kommunizieren, ehrlich zu kommunizieren, gut zu kommunizieren. Das ist der Weg, das ist der goldene Weg. Und auch zu akzeptieren, dass ich da meinen größten Spiegel vor mir habe. Mhm. Ja. Und das, du hast auch eben hier drin jetzt nicht die Möglichkeit, dir auszuweichen. Du kannst rausgehen, kannst spazieren gehen. Ist auch mal ganz gut. Aber wenn du ein Haus hast, dann hast du natürlich mehrere Räume. Hier hast du das nicht so. Du kannst das nicht. Das heißt, du musst dich miteinander auseinandersetzen. Ja? Und das finde ich das Wichtige. Und klar. Ja, es gibt Tage, da liebe ich ihn sehr. Und es gibt auch Tage, da mag ich ihn nicht wirklich. Das muss man akzeptieren. Aber ich weiß, dass wir... es gibt ein ganz klares Ja zueinander. Genau. Es gibt ein ganz klares... Ja, zueinander. Von daher kann man auch mal sagen, so, heute habe ich dich mal nicht so lieb. Das ist dann auch in Ordnung. Ja, aber das klare Ja zueinander steht. Ja. So ist es. Also alles andere wäre utopisch zu sagen, wir sind hier total in Love, Peace und absolute Harmonie hier miteinander verbunden. Das geht nicht. Das funktioniert nicht. Vor allen Dingen, weil wir halt, wie gesagt, ja, 7 Tage, 24 Stunden zusammen sind. Und dann gibt es halt auch Themen, wo es uns gegenseitig zur Weißglut bringt. Ist so. Aber ein klares Ja zueinander zu haben. Und dann umschifft man auch mal die Zeiten, die nicht so gut sind. Super. Toll. Das reicht als Schlusswort. Also, wenn wir Mitarbeiter einstellen, dann sagen wir als: Es kann manchmal laut werden.
Das hat nichts mit dir zu tun. Wir streiten uns, wir haben uns total lieb. Ja, wir haben uns voll lieb. Aber bei uns fetzt es. Ja, also kannst du mal da unten die Leute fragen, wie es als bei uns abgeht. Und authentisch zu sein heißt auch, das kann von einer Minute auf die andere switchen. Ja, und im nächsten Moment haben wir uns wieder am Arm und sagen, das ist authentisch. Zu Tränen zu haben, aber auch zu lachen. Ja. Das kann von Minute zu Minute fast schwanken. Mhm. Das ist Leben. Also man hat von und dann so, es ist halt so. Ja. So ist's. Alles andere wäre gelogen. Mhm. Total schön. So, jetzt mach ich's aus. The ups and downs we swear.